Glück auf, Stefan Weinhold. Es ist wieder mal schön, bei euch hier sein zu dürfen. Wie geht's euch so? Ja, Glück auf, lieber Tobias. Wir haben alle Hände voll zu tun. Die Fahrradsaison läuft auf Hochtouren. Und wir sind dadurch natürlich auch gut gelaunt. Die Kunden sind gut gelaunt. Sie können endlich wieder ihrem Hobby frönen. Es gibt keine Grenzen mehr im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, es macht einfach nur Spaß. Es läuft, wenn man so will. Es läuft. Jetzt habt ihr schon das nächste Highlight vor euch. Es ist das Stadtfest Marienberg. Richtig. Und auch da beteiligt ihr euch mit einem besonderen Event. Verrat mir kurz, was ihr vorhabt. Ja, ja. Wir wollen diesen Samstag, den 9. Juli, dazu nutzen, unseren Kunden, unseren Stammkunden, unseren neuen Kunden ein ganz besonderes Highlight zu bieten. Vor allen Dingen unseren Jüngsten wollen wir mit einem Laufradrennen, mit also 12 Zoll Kinderrädern, Laufrädern der allerleichtesten Kategorie von Kellys, Aluminium, Laufräder sind das, die Möglichkeit bieten, die ersten Kontakte mit einem Fahrrad, in diesem Falle einem Laufrad, zu knüpfen. Und wie muss man sich das vorstellen? Habt ihr da einen Parcours aufgebaut? So wird es sein. Unser Bär hat einen Parcours festgelegt und abgesteckt. Und dann wird er sicherlich dann kurz nochmal zeigen. Und ja, die Eltern sind ganz herzlich eingeladen dazu, mit ihren Allerjüngsten, die Großeltern natürlich auch, mit ihren Allerjüngsten hier mal zu schnuppern. Und das Ganze, lass mich raten, ihr seid ja sportlich, der Wettkampf steht bei euch immer so ein bisschen mit drin. Auch das hat so einen leichten Wettkampfcharakter, dieses Laufradrennen. Richtig, ja, es muss jetzt also keiner Angst haben, dass da die Kiddies überfordert werden. Aber es soll schon so ein kleines bisschen dieser Leistungsgedanke im Hintergrund stehen, genau. Gibt es auch was zu gewinnen? Selbstverständlich gibt es zu gewinnen. Die Gewinnerin, der Gewinner wird sich über einen Kinderhelm freuen dürfen. Und all die Räder, die wir auch leihweise zur Verfügung stellen, die können dann mit entsprechenden Sonderpreisen dann im Anschluss auch gekauft werden. Coole Idee, coole Idee. Jetzt haben wir die Kinder schon mal behandelt. Ihr habt natürlich auch was für die größeren. Richtig. E-Bike zum Beispiel. Großes Stichwort ist momentan ein grandioser Markt. Ja, ja. Also das Thema E-Bike hat auch unser Erzgebirge seit Jahren schon fest im Griff, muss man einfach sagen. Es ist die Vorteile dieses Rades, wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, die liegen einfach auf der Hand. Und ja, gerade jetzt, wenn die Randbedingungen dies wieder zulassen, wird natürlich extrem viel gefahren. Es wird, das E-Bike ist als Verkehrsmittel, um auf die Arbeit zu fahren, erkannt worden. Es ist im Cargo-Bereich, es werden damit Versorgungsfahrten gemacht und so weiter und so fort. Ja, und der sportliche Bereich ist nicht zu unterschätzen. Dieses Jahr werden E-Bike-Weltmeisterschaften ausgetragen. Und das ist schon eine ganz interessante Entwicklung. Ja, die Industrie verfolgt das natürlich hoch aufmerksam, was diesbezüglich passiert. Und ja, wir freuen uns einfach darauf. Trotz alledem, und da möchte ich jetzt mal so einen neudeutschen Begriff mit einflechten, gibt es noch den Non-E-Bike-Bereich. Richtig. Also wir würden sagen, die konventionellen Fahrräder. Ganz genau, ne? Auch dort ist die Entwicklung weitergegangen. Mhm. Und auch da habt ihr oder bedient ihr jetzt seit allzu oder nicht allzu langer Zeit auch so ein paar, wie nennt man es denn, Randsportarten, also Downhill beispielsweise. Mhm. Richtig, ganz genau. Diese Radsportdisziplin des Downhill-Fahrens oder des Enduro-Fahrens, ja, natürlich bei uns Enduro in allererster Linie publik oder bekannt durch die Motorrad-Geländesportler rund um Zschopau, aber halt Enduro hat auch im Fahrradbereich Fuß gefasst. Nicht zuletzt am vergangenen Wochenende konnten wir das feststellen. Wir waren in Vorbereitung des E-Bike-Festivals Oberwiesenthal 2023 in Oberwiesenthal und am Fichtelberg und am Keilberg zu Gast, sind dort gefahren und konnten dort miterleben, wie ein Lauf zur tschechischen Meisterschaft im Enduro ausgetragen worden ist. Also Respekt, Respekt, wie respektlos die Fahrer mit dem Keilberg da umgegangen sind. Bergab. Und wenn wir jetzt mal auf diese Sportart gucken, bedarf es natürlich dann auch gewisser Schutzmaßnahmen, also speziell für den Kopf. Auch da habt ihr was hier und da schaut ihr auch drauf, dass eben die Interessenten für solche Fahrräder auch den entsprechenden Schutz mitnehmen. Ja, ja. Bringt halt diese, das ist ja doch auch eine Rennsportart.
dieses Enduro oder Downhill und erfordert natürlich dann auch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen. Und dazu gehört ein ganz, ganz solider Helm, ein sogenannter Full-Face-Helm. Und mit diesen Full-Face-Helmen haben wir uns insbesondere bevorratet vor diesem Wochenende und werden wir zu Sonderkonditionen speziell diese Helmkategorie anbieten, aber darüber hinaus generell eine Fahrradhelmaktion anbieten. Das heißt, wir werden die Aktion nennen Tausche alt gegen neu. Für einen alten Kinderhelm gibt es 10 Euro, für einen alten gebrauchten Erwachsenenhelm 20 Euro, gut geschrieben für den Kauf eines neuen Helmes. Und auch Fahrräder habt ihr dann mit da, also speziell auch Enduro. Ja, und genau, richtig, ganz genau. Auch Enduro-Räder haben wir hier für unsere Kunden vorgehalten. Es besteht die Möglichkeit, so ein Ding mal Probe zu fahren hier und natürlich dann auch diese spezielle Kategorie an diesem Wochenende mit Sonderkonditionen zu erwerben. Dann, wir haben es im Vorgespräch kurz angerissen, geht auch das Internet, die weltweite Vernetzung, nicht am Fahrradfahren vorbei. Also speziell, ich nenne es jetzt mal in der passiven Zeit, wo man mit dem Fahrrad nicht raus kann. Stefan, es klingt unglaublich, es gibt es trotzdem. Ich kann gegen einen Radfahrer in Australien beispielsweise antreten, im direkten Duell. Wie funktioniert das? Ja, das ist korrekt. Unser Robert wird dann nochmal was dazu sagen. Dieses sogenannte digitale Fahrradfahren, es ist einfach enorm, wie sich die durch die erhöhte Akzeptanz des Fahrrades, des Fahrradfahrens insgesamt, halt auch die Breitenwirkung des Fahrrades an sich entwickelt hat. Und dazu gehört auch dieses digitale Fahrradfahren. Das heißt also, das Verwenden seines eigenen Fahrrades eingespannt in eine Trainingsmaschine, vernetzt mit dem Internet. Und dann kann ich mich mit virtuellen Gegnern dort messen. Und es ist einfach nur beeindruckend. Freut euch drauf. Denn ihr könnt an diesem Samstag auch selbst dieses virtuelle Fahrradfahren praktizieren. Wir haben ja alles vorbereitet, alles aufgebaut. Ist eine hochinteressante Geschichte. Robert, jetzt stehen wir hier an dieser Wundermaschine. Was braucht man denn überhaupt dafür alles? Ja, für das digitale Fahrradfahren ist es wichtig, dass man einen Heimtrainer hat. Wir haben hier den von Elite, einen Computer und das Programm Swift. Damit kann man schön digital Fahrrad fahren. Das ist die Zukunft. Besonders für schlechtes Wetter, Regen oder wenn man abends nicht raus will, kann man dann sich auf dem Fahrrad austoben. Und ich habe mich damals ein bisschen schlau gemacht. Also ich könnte theoretisch und praktisch gegen einen in Australien antreten. Ja, das ist richtig. Nicht nur Australien, die ganze Welt ist online. Wie gesagt, es werden digitale Rennen sogar geführt, indem man halt auch, hier drüben sieht man das schön, Zeiten fahren kann, Wettkämpfe, verschiedene Strecken, internationale Strecken. Man kann zu Hause im Keller sitzen, ist doch in England. Man kann in Frankreich fahren oder halt irgendwelche andere digitale Welten erkunden. Und das alles ist so gesteuert. Also ich fahre nicht nur platt hin, sondern wenn in der Animation, in der Grafik halt ein Berg kommt, wird der Widerstand hier am Hinterrad erhöht. So ist es. Wenn man bergauf fährt, kann man das dann halt, der Trainer, der simuliert das. Und dann wird man ausgebremst. Und dann muss man halt dann richtig in die Pedale treten. Wiederum, nach jedem Berg kommt ein Tal. Und das simuliert der Trainer auch. Und dann kann man auch mal rollen lassen. Man kann Windschatten formen. Das funktioniert genauso. Genauso halt simuliert es halt dann auch verschiedene Untergründe. Ist ja spannend. Ist das jetzt nur für Rennräder gedacht oder gibt es auch was für die Mountainbike-Freunde? Nee. Mit dem Trainer kann man auch Mountainbike, Gravel, oder Straßenräder, Zeitfahrräder, man kann alles drauf schnallen, man kann damit fahren und Freude haben. Ist verrückt, Stefan, was ihr hier auf die Beine stellt. Also ich freue mich sehr, ich werde natürlich ja auch mal vorbeigucken. Das würde uns freuen. Du könntest jetzt für die Zuschauer nochmal explizit eine Einladung in die Kamera sprechen. Liebe Freunde des Fahrrades, des E-Bikes insbesondere, aber auch der sportlichen Räder, ob es die Rennräder, die sogenannten Gravel-Bikes, die E-Bikes schlechthin sind. Wir freuen uns sehr auf euer Kommen. Seid herzlich willkommen am Samstag, 9.7. von 9 bis 16 Uhr hier bei uns bei Radsport Weinhold in Marienberg im Gewerbegebiet vor der Stadt in Marienberg.